Und ein zuckersüßes Heyo Asakura und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni no Kuni. Und nein, das ist wirklich nicht so cool wie gedacht. Och man. Dafür, dass das das erste war, das mir eingefallen ist, war das danach leider Gottes auch das einzigste wirklich Gute, was mir eingefallen ist. Also mir ist dann auch nichts mehr wirklich Besseres eingefallen, außer das. Aber wie ich jetzt merken konnte, war es vielleicht doch keine so gute Idee. Also es kommt scheinbar nicht an mein zuckersüßes Morgen heran, finde ich. Kann natürlich jetzt auch sein, dass es wirklich nur an mir liegt, aber... Nee, ich glaube, ich bleib da beim Alten. Das Blöde ist natürlich auch, dass ich einer bin, der recht schwer für Neues zu beeindrucken ist. Also wenn es etwas Altes gibt, was gut ist, sehe ich keinen Sinn darin, etwas Neues zu entwickeln, was mit hoher Wahrscheinlichkeit dann schlechter ist als das Alte. Wofür zum Teufel... Sollte man etwas Neues, sollte man einen neuen L machen, wenn der alte schon super funktioniert? Wenn man einen alten, perfekten Char hat, braucht man nicht so einen weißhaarigen, kleines Muttersöhnchen, ne? Was einfach nur ein scheiß cheatender Wallhacker ist. Wenn man schon ein richtig geiles MMORPG entwickelt hat, wo man 100 Ebenen hier durchstreifen muss, um am Ende im Schloss den Endboss zu besiegen, wieso macht man dann so ein schwules Feen-Game oder einen schlechten COD-Abklatsch? Gut, ganz geil online war schon ganz geil, muss ich sagen, aber trotzdem kommt es nicht an Sword Art Online heran. Und ich könnte jetzt noch tausende weitere Beispiele bringen, allerdings wäre die Hälfte davon wahrscheinlich nur Serien und das würde auch zu Ni no Kuni nicht besonders gut passen. Zumal es auch nicht wirklich um Ni no Kuni geht, sondern eigentlich um mir, aber egal. Ich schweife schon wieder ab. Wir wollen das Let's Play weiterspielen und dieses epische Game weiter genießen. So, wir müssen jetzt da runter. Wir sind jetzt schon voll kriminell, sind aus dem Haus ausgebrochen in der Nacht. Können hier scheinbar nicht weiter durch die Stadt laufen, weil wir zu Phils Werkstatt müssen. Und hier sind Erwachsene. Können wir mit denen reden? Was machst du denn hier, Junge? Es ist schon spät. Um diese Zeit ist niemand mehr unterwegs. Und was machst du dann hier? Aber wir sind hier ja in Motorville. Da wird schon nichts passieren. Das ist eine geile Einstellung. Oh, hallo. Wolltest du etwas von mir? Nö, wieso? Wir können uns ja gerne mal so nachts romantisch im Park treffen. Allerdings bist du, denke ich, ein bisschen älter. So, darunter kommen wir jetzt nicht, aber da läuft noch eine Person rum. Ist die Frage, können wir mit der noch reden? Wobei, doch, da hinten läuft sie. Gut, scheiß auf die Person. Wäre zwar jetzt schön gewesen, es zu zeigen, aber allerdings werde ich keine große Lust haben, jetzt noch 5 Minuten hier stehen zu bleiben und nichts zu machen, nur um da mit einer Person zu reden. Und jetzt kommt eine Cutscene, wie es aussieht. Dann wird Phils Werkstatt hier irgendwo sein. Und es sieht wieder so geil aus. Hm? Hey! In here! What are you looking at? What is it with that kid? What kept you, Slowpoke? Sorry, my mom just wouldn't go to bed. So, is it finished? Sure is. The last bearing's in, and she's primed for action. Wanna see? Do I ever? All right. Here goes nothing. Okay. Wow! Oh, is this neat, Phil? This is so neat! You betcha. It's so neat! The new Coupe Deluxe ain't got nothing on us, Ollie. It's not even close. So, you ready to hit the road, kiddo? Yeah! Schon respektabel, dass sie so ein Ding alleine gebaut haben. Okay, niemand zu sehen. Wir können rausfahren. Also, Philipp, und wer darf zuerst fahren? Was?
Mal sehen. Was hältst du davon? Wenn du die Straße runterläufst und nachsiehst, ob die Luft rein ist, lasse ich dich zuerst ans Steuer. Echt jetzt? Junge, Junge! Oh, okay, warte hier. Und pass auf die neugierige Ziege auf, okay? Neugierige Ziege? Weißt schon, das Mädchen, das uns vorhin so angeklotzt hat. Die hat einen Sprung in der Schüssel, aber echt. Siehst du, da ist sie schon wieder. Ich wette, die Petze rennt gleich zu ihren Eltern. Das würde sie sicher nicht tun. Wie? Bist du etwa in sie verknallt? Jetzt geh schon raus und sieh nach. Klar, Philipp. Bin gleich wieder da. Gut, auf die Frage mit dem Verknallt hat er jetzt nicht geantwortet. Lass dich nicht erwischen, okay? Ich doch nicht. Achso, nee, hier hinten geht... Oh lol, kommen wir jetzt hier nicht... Ah, nee. Hä? Ah, jetzt verstehe ich. Okay, die Kamera musste sich erstmal drehen. Okay, das ist leicht verwirrend mit der Kamera, aber kann man mit klarkommen nach einer Zeit. Oh, und das Design, das sieht einfach so geil aus. Alright, the coast is clear. I better go tell Phil. Don't go. What? Huh? It's bad. Please, Oliver, don't go. Huh? Who are you? How do you know my name? Ollie! What's taking you so long? I'm sorry, Phil. Someone saw me. Oh, man. Who was it? Oh, that girl over... Huh? What are you talking about? Huh? There's nobody there. Huh. That's weird. She was right there. A girl. A girl, huh? Mm-hmm. I bet it was that dumb, scary Mary. Oh no, couldn't be. She's not allowed out. You must be going screwy or something. Anyway, come on. Oh, okay. Okay. Oliver. The boy who will save the world. But unfortunately for him, his light is yet a mere candle in the blackness. Indeed. He may be the child the prophecies speak of, but he is a child nonetheless. Yet these humans can be disturbingly powerful. Did the other's darkness not engulf the land entirely? Might this one not prove equally tenacious? What would you have me do, your radiance? Such saplings must not be suffered to grow. Very well, your radiance. He who would save this doomed world must die. Das hört sich jetzt eher weniger schön an. Mom! Help me! Sweetie? Where are you? Oliver? Oliver? You're kind of busy tomorrow, huh? Well, now that you mention it, I do have to practice for my concert in the morning. Oh, yeah? So, you'll be in bed kind of early, huh? Oliver! Oliver! Oh, das sieht jetzt nicht so schön aus. Von dir.
arme Mutter. Now, would you listen to her purr? Ready? Take it slow to start with, okay? Yep, got it! All right! Ohne Scheiß, sowas als Kind zu erleben, da würde ich auch aus dem Haus nachts schleichen. Das ist doch ein Traum eines jeden Kindes. Dass der es überhaupt geschafft hat, sowas zu bauen. Alter, das ist wirklich so ein Genie wie aus Kikis Lieferservice, der kleine Junge. I'm sorry. I swear, if I'd known, I never would have. Don't be silly, Phil. What about your car? That hunk of junk? I can make another one in no time. Well, I think you two have had quite enough excitement for one day. Yes, ma'am. Are you okay, Phil? Must have twisted my ankle back there. Whatever will you children get up to next? Allie? Are you okay? Mom? What's wrong? Oh, my. Mom? She always did have a weak heart. Mom? Oh, dear. I'll fetch the doctor. God. Mom! Oliver, sweetie. Oh, sweetie. Mom? You'll be okay. I know you will. Be good now. For me. Mom? Mom? Mom! No. No! Don't leave me. You can't. Sentimental fool. Sacrificing herself to save her child. And yet, thanks to her, the boy lives. Of course. But shorn of his mother's love, to whom can he now turn for guidance? And soon he will come to our world, where our powers are strongest. Very good, your radiance. Let us see how this story unfolds. I'm sure the ending will be engaging. Alter. Oliver, honey, I brought you some apple pie. I'll just leave it here for you, okay, dearie? You'll just have to wait until dinner, Timmy told him. Oh, it's so sad. He's been in there 3 whole days now. Oliver, Ma?
Mummy starts her new job today, but she's asked someone very special to take care of you. Mummy spent a long time making him. I'm sure he'll look after you very well. Be good while Mummy's away, okay? Mommy! Is something wrong, sweetie? Just come back soon, okay? Of course, sweetie. We'll always be together, Oliver. Always. Always. Mommy, come back. Please. Curse lifted, is it? Tiny! I'm free! Free! Okay. Huh? What just happened? You just witnessed the rebirth of Drippy, Lord High, Lord of the Fairies. Who? What, are you deaf or something? Drippy, Lord High, Lord of the Fairies, I said, didn't I? Drippy? That's right, and I'm sick to the teeth of you a snivelling and moaning. A proper crybaby bunting you are. 3 days, man. I mean, I've been sad before, but crying for 3 whole days? I'm surprised there's a drop of water left in you. You're a big boy, man. 3 days is, well, it's unheard of. What? Oh, dear, a bit flummoxed, are we? Bit lost for words. Not to worry, man. I got all the answers. Oh, but prepare yourself. Explaining all this is going to take a while. Ready? Der übelste Cartman. Tidy. I like your style. Very honest, and you. Stay that way, okay? Take you far, I will. On with the show! Okay. See, it's like this, see? What it is there's more worlds out there than this one by you. There's what you might call parallel worlds, see? They're like worlds along by the side of your one. And one of those worlds is my world. That's right, a whole nother world. Another world? This quick you are. And I, that is, the Lord High Lord of the Fairies, the reason I'm by her in this world of yours, well, it's because there's a proper bad apple trying to upset the peace of both our worlds, see? Shada, the Dark Djinn, his name is, and what he did was he took over people's hearts and spread war and ruin all over our world. Tried to stand up to him, I did, and he turned me into a flipping doll and kicked me out of our world and into yours, the rotter. Uh-huh. And then you went and cried all over me and poof, the curse was lifted, just like that. Which makes me think you must be the one we fairies call the pure-hearted one. The one the legends say will save our world. Just goes to show you can't judge a book by its cover, eh? So, anyway, that means I better get you over to our world and have you get rid of Shaddaa for us. All right with you? Me? But how can I... Don't fret, man. It's a big responsibility, I know, but you'll be all right. Especially with me to help you. But I... Oh, want me to ask properly, do you, fair dues? What? Oh, pure-hearted one, will you please come and save our world? No. Sorry, I must have misheard you. What did you say? Go on, once more, but louder. I won't do it. I can't do it. This is why they say never work with children. I ask nicely and you give me a hearty, yes, sir. That's how this works, see? Gee whiz, that would be swell, you say. It's just how these things are done. It's tradition. How am I supposed to work with this? It's like he's never read a story in his life. But I don't know anything about your world. And I just can't right now. What, because you and Mom dropped dead? Yeah. You got a photo of her? Hurry up, will you? I haven't got all day. Okay. Let's see now. Blimey. It can't be. But then it can't be a coincidence, neither. What is it? The great sage Alicia. Then we might just be able to save you, Mom. Huh? What are you talking about? You ready for another year, Fall? Yeah.
The souls of people in your world and my world are connected, which means people from over by you have another version of themselves over by there, called a soulmate, see? And people with soulmates can even look like each other. Now, your mom, well, she shared a soul with the great sage Alicia. A proper talent she was. Huh? So my mom was a sage? But how does that help us save her? Well, Alicia tried to take on the Dark Djinn, but his power was too much for her, and he trapped her in this dark jewel called the Soul Snare. When that happened, then the link between hers and your mom's souls would have been cut off. But if you could free Alicia, it just might fix the link, and who knows, it might even bring your mom back. Is that really true? I can't be sure now, but it's possible, yeah. Wait. How do you know all this, Mr. Dribby? You've been a doll this whole time. Ah, now there's clever of you. Good question, lad. It's like this, see? I'm not the only fairy. Even though I was stuck by you, my buddies were keeping me abreast of all the goings-on over there. How? I suppose it's what you might call telepathy. And that's not all. I was sending my lordly orders back over there, too, having them spy on Shaddaa and that, you know, tidy, huh? Hmm? What is it? I'll do it. I'll come to your world. I'll come with you and save my mom. Oh, that's marvelous! You might be doing it for all the wrong reasons, but if it saves our world, I won't look a gift horse in the mouth. Tidy, we better get going then. Chop, chop. Okay. But how do we get to your world? Oh, curious, are we? All right, I'll tell you. First thing we need is a drop of magic. Go and have a dig around in the fireplace. There's something hidden there so nosy Parkers won't find it. But why would anybody hide something in there? That's for me to know and you to find out. Look lively. Okay. Also erstmal interessant gemacht, wie sie es von einer komplett herzzerreißend emotionalen Szene auf sowas total Sinnloses, Witziges gewechselt haben. Das war interessant. Und jetzt scheint es so langsam mit dem Hauptspiel loszugehen. Wir haben unser Haus, unser Kuscheltier in Tröpfchen verwandelt. Den großen Großfürsten der Feen. Der wirklich ein bisschen, naja, er hat schon was Cartman-ähnliches an sich. Und in einem Kamin soll ein bisschen Magie versteckt sein, wie er sagte. What could be hidden in a place like this? A mighty spellbook! Huh? A book? But it would burn in there. Not this book. The wizard's companion laughs in the face of fire. Wouldn't be much of a spellbook if it didn't now, would it? Really? Aha! Gotcha! This is a spellbook? That there is the wizard's companion, the fount of all wizarding knowledge. The wizard's companion. Und wir erhalten den magischen Begleiter. Können wir damit jetzt zaubern oder was? Hauptmenü, natürlich. Deinen Namen in das Buch schreiben und du musst noch nicht mal. Du kannst auch heute. Alter! Okay, jetzt können wir unseren Namen aussuchen. Gut, auch wenn Tröpfchen es scheinbar so möchte, nein, wir werden nicht Schwachhoshi reinschreiben. Wir werden einfach Classic bei den normalen Namen bleiben. Schönes Maxi-Kit. Und ein XD passt auch noch hinten dran. Passt doch. Nice. Maxi-Kit XD. Maxi-Key DXD. Wir sind eine eigene Highschool. Und wir haben das Gelöbnis der Zauberer abgelegt und sind nun in die ewige Weisheit des magischen Begleiters eingeweiht. Juppidu! Tidy. Right, magic in our way over to my world, is it? Now let's see. What is it? You got a wand somewhere by here? We can't go casting spells without a wand now, can we? A wand? Why would we have a wand? Oh, that's a pain. Ah, well, can't be helped. We'll just have to look for one outside. Huh?
We won't find one out there either. Don't nitpick, crybaby Bunting. Bunting? My name is Oliver. Oliver. Ah, so the crybaby bit was right, at least was it. So viel Liebe. Alles klar, lass uns einen Zauberstab besorgen. Ist hier vielleicht irgendwo einer versteckt, so wie das Zauberbuch? Hä? Wär ja gelacht, wenn ich dir so leicht machen würde, Junge. Was glaubst du denn, was ich bin? Ein Fundus der Zauberzubehör? Ein Fundus für Zauberzubehör? Nee, das wird schon ein bisschen schwieriger. Aber unsere Reise in meine Welt wird eine Jagd nach einer Seenfalle unter anderem. Sieh es also einfach als Training an, okay? Man muss sich die Suppe erst einbrocken, bevor man über den Tellerrand schauen kann. Den... was? Okay. Oder so. Gut, ich hab geschwindelt. Ich hatte nämlich gar keinen Zauberstab dabei, als ich hergekommen bin. Sieh mich doch an, der Preis meiner Liebenswürdigkeit ist meine zarte Gestalt, nicht? Total. Ich hab's gerade eben so geschafft, das verflixte Buch zu schleppen, Mann. Noch mehr Gepäck und ich wär zusammengebrochen. Also sogar Feen können lügen. Na klar, wir Feen sind unverbesserliche Lügner. Egal, bringt ja alles nichts. Wir brauchen einen Ersatz, oder nicht? Ein Ersatz? Wie kann es denn so etwas wie einen Ersatz für einen Zauberstab geben? Nu, wenn du was Braunes lenken... Okay, ich hätte jetzt gesagt, wir müssen zu Ollivander, aber scheinbar müssen wir aufs Klo. Wenn du was Braunes und Längliches findest, wie einen Zweig oder so... Ach so, okay, gut, einen Zweig geht natürlich auch. Wie ein Zweig oder so, können wir uns vielleicht durchwursteln. Okay. Bist du sicher, dass ein Zweig funktioniert? Denkst du, ich führe dich auf Neuzweig oder so? Na schön, ich helf dir. Mir nach, Suse. Ist auf alle Fälle schon interessant. Jetzt müssen wir uns einen Stock suchen als Zauberstabersatz und dann geht es scheinbar wirklich auf in eine neue Welt. Das dann aber auch mal wieder erst in der nächsten Folge. Und ja, ich weiß, wir werden dieses Let's Play viel zu lange in die Länge ziehen. Aber das ist bei mir normal so. Deswegen würde ich sagen, beenden wir den Part jetzt hier, in dem wir eigentlich so rund 20% gespielt haben und 80% nur Cutscenes hatten. Aber so ein kleiner Zwischenfilm von Studio Ghibli, das ist immer was Saugeiles. Also ist dieser Part ebenfalls saugeil. Genauso wie das Spiel. Und so langsam kommen wir ja endlich rein. Also vielleicht wird es ja dann in naher Zukunft noch so, dass wir ein bisschen mehr in einen Part schaffen. Auf alle Fälle hoffe ich, euch hat euch dieser etwas witzige und emotionale und zugleich emotionale Part gefallen. Mindestens genauso sehr wie mich, der so in der Mitte kurz vorm Flennen war, aber dann übelst ein Lachfleisch bekommen hat wegen dieser Trantüte, die da auf der Straße gerade hinfliegt. Während es versucht, während es erstmal sehr, sehr, sehr laut gähnt und dann versucht, irgendwelche komischen Tanzbewegungen zu machen. Oder sehr viel gähnt, aber ja, ihr kann nicht verstehen. So langsam wie ich bin, da kann es eigentlich schon mal langweilig werden zum Gehen. Und ja, das ist die alte Frau, die sich über die Äste beschwert hat, die macht das jetzt sauber. Mit diesem übelst geilen Besen mit der Schaufel, den ich auch so geil finde, den habe ich das letzte Mal das erste Mal gesehen. So eine Schaufel, die an so einem Stab ist, die man umklappen kann und dann, wenn man den Stab wieder hoch macht, ist die Schaufel auch wieder oben. Das ist voll geil, sowas. Ich meine, gut, ich putze sowieso relativ selten, aber sowas finde ich voll nice. Und ja, ich habe den tatsächlich das letzte Mal das erste Mal gesehen. Also, keine Ahnung, wie lange es sowas schon gibt, aber ich bin nicht so der Putzer, deswegen verzeiht mir das. Egal, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch genauso sehr gefallen wie mir. Freue mich wie immer natürlich über Kommis, Abos und Likes und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wo wir dann vielleicht geplanterweise schon in Tröpfchens Welt rübergehen, auch wenn ich mir jetzt nicht so sicher bin, ob das, was er alles gesagt hat, der Wahrheit entspricht. Müsste man dann noch gucken. Und dann bis zum nächsten Mal. Tüdelü und ciao, XD.